Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Spurensuche mit dem Metalldetektor. Ich nehme euch heute hier auf eine richtig schöne Fläche mit, und zwar soll hier im Mittelalter eine richtig alte Mühle gestanden haben. Das bedeutet, dass wir hier auf jeden Fall richtig tolle Funde machen könnten, und da ich das ja im Nachhinein ja schon ein wenig bearbeitet habe, weiß ich, dass da wirklich tolle Sachen kommen. Unter anderem erwartet euch mal ein ganz besonderer Fund. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Viel Spaß bei den ersten Funden und los geht's. So meine Freunde, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Wie ihr vielleicht jetzt hier im Hintergrund sehen könnt, bin ich heute nicht alleine unterwegs. Wir haben heute wieder eine richtig schöne Gruppenaktion. Hier auf dieser Fläche war früher eine alte Mühle, aber auch ein alter Weg, der hier entlang lief. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, und dann gucken wir mal, was wir heute gemeinsam finden. Wir können ja sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und mit mir 13 Sondengänger. Da wird hundertprozentig was kommen. Ich würde sagen, los geht's, bis zum ersten Signal. Ja, Freunde, also ich nehme euch heute hier wieder am Spaten mit. Ich bin heute mit der Deus 2 Master Variante unterwegs. Und ich werde es jetzt heute so machen, dass ich ja, euch bei diversen Signalen mitnehme und versuche euch heute eher so das Bessere zu zeigen. So wie bei diesem jetzt hier, ein 81er Leitwertsignal. Ich habe unglaubliche Rückenschmerzen, irgendwie ein bisschen Sport gemacht und das war dann doch zu viel des Guten. So, dann gucken wir mal, was das erste Signal heute zu bieten hat. So, da haben wir es. Und wir haben als erstes irgendwie ein kleines, interessantes Fragment, was ich erstmal nicht einordnen kann, wenn ich ehrlich bin. Also gar nicht. Okay, erster interessanter Fund. Hier bei diesem ersten Fund, da könnte es sich unter anderem um Arsenbronze handeln oder auch Silber. Eine Punze ist hierbei nicht zu erkennen. Höchstwahrscheinlich ist es auch nicht so alt. Man hat auf jeden Fall an beiden Seiten eine Öse. Befestigungsmerkmale. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht zu irgendeinem Armband oder Schmuckstück gehört. Aber wirklich alt denke ich nicht. Bis zum nächsten Signal. So, wir sind beim nächsten Signal, um die 80, ja, lass uns wieder überraschen, was wir denn heute finden. Ich denke, dass da einiges so zum Vorschein kommt, ich bin mir sicher, aber auf der anderen Seite, man weiß es natürlich halt nie, ne? So, muss man halt auch mal ehrlich sein. Eine richtig schöne Silbermünze wäre doch heute mal gut, oder? Was sagt ihr? Da in dem Klumpen soll es drin sein, es ist aber Schrott, es ist nur Schrott. Bis zum nächsten vernünftigen Signal. Oh, was habe ich da? Nichts Besonderes. Es war erstmal so ein bisschen grün, wo ich die Hoffnung hatte, dass es halt sehr alt sein könnte. Aber erstmal nicht. Wir gehen weiter, meine Lieben. Mal wieder einfach Ruhe genießen. Tatsächlich ist es ja so, dass man hier bei diesem Hobby einfach primär Müll findet. Und diese Auszeit, das macht ganz viel aus. Deshalb weiter geht's und bis zum nächsten Signal. Oh, da haben wir was. Was ist das? Hier ist keine Eile geboten, sondern alles ganz entspannt. Kann ich nicht viel zu sagen. Das ist nichts Historisches. Und in diesem Sinne geht's weiter bis zum nächsten Signal. So wie oft Müll. Blei. Weiter. Ja, in dem Klumpen ist es schon mal nicht. Ich sehe es da. Oh, guck mal. Oh, was ist das? Da habt ihr es. Ich denke, es wird eine Blombe sein. Ja, ist es auch. Eine nordische Blombe. Hier war ja eine alte Mühle, das macht natürlich Sinn. Wir heben sie mal auf mit der Hoffnung, dass sie vielleicht auch ein bisschen älter ist, aber ich denke nicht. Zwei sind in den Bereich dort hinten gegangen, weil dort ein alter Weg verlaufen soll. Riesengroße Fläche, aber die meisten Funde, die kommen eh erst so nach ein, zwei Stunden. Ist es immer dasselbe. Bis zum nächsten Signal, meine Lieben. Eben eine kleine Münze, aber das war's auch. Eine kleine Münze, irgendwas Schönes. Nee, was Witziges. Was Witziges? Auf den Tankdeckel? Nein, aber gut. Einmal schön bleifrei. Ja, einmal schön bleifrei. Und die Münze? Ach, ein Reichspfennig. Na denn. Zwei Reichspfennig. Ja, ist doch gut. Besser als gar keine, weil ich habe nämlich noch gar keine. Aber die kommt noch, klar. Logisch. Bevor die Gewitterfront da hinten kommt. So langsam. Wie sieht's bei dir aus? So, nochmal weiter. So eine Erde? Ja.
aber ist leider nur irgendein Deko. Schade, ne? Aber sieht gut aus, sieht aus wie ein Anker. Und ein Herz. Und ein Herz. Ist das eine Axt? Eine Axt oder ein Kreuz? Ich weiß es nicht. Könnte noch ein Kreuz sein, ne? Ja. Schicken Arsenbronze-Knopf, ne? Ja, die, so einen habe ich mir gedacht, den möchte ich ja. Den musst du ja mindestens finden. Wenn du sowas nicht findest, dann kannst du es vergessen. Nee, den findest du auch noch. Finde ich auch noch. Das mache ich jetzt hier vorne in der Ecke. So, let's go. Uiuiui, was haben wir denn da? Ja. Okay. Das ist ein Müllers Knopf. Na, siehst du, schon mal so ein Knopf. Das ist wichtig. Das wird auch wahrscheinlich nur hier auf der Ecke sein. Aber sehr schön, das ist doch schon mal gut. Das ist ja nicht ganz, ganz umsonst. Im Hintergrund könnt ihr auch ein bisschen die Gewitterfront aufziehen sehen. Haben aber noch Zeit. Ich versuche nochmal mein Glück. Wir gucken uns das gemeinsam an. Sehen tue ich jetzt mit dem bloßen Auge gerade nichts. Oder hier. Das hier, ja. Das sieht doch, das passt doch zur alten Mühle hier. Eine Bleiblombe. Nummer 2. Da haben wir sie. Da haben wir es vom Sack. Okay, weiter. Hier drin. Ich sehe schon was. Ja, Anla, na also, endlich mal. Eine alte Schnalle, ein Fragment davon. Na siehst du, jetzt wissen wir, wo wir uns aufhalten sollen. Super, weiter geht's. Von der Aufbauart her. 18. Jahrhundert. Hallo Nachbar. La la la. So, ja. Genau. Eine Münze. Eine Münze? Ja. Oh, schön. Und dann, was wir gefunden haben, Bruchteil einer Bleikugel, ne? Schön. So, wo ist die Münze? Die Münze jetzt. Die ist aber ganz, ganz schlecht im Zustand. Okay. Ja. Ich würde sagen, halt eine öre Münze, ne? Ich weiß es nicht. Oh, die rufen mich. Alles klar. Du musst los. Er muss los. Er muss los. Oh Mann. Ja, so. Ach doch, da, ich sehe es schon. Ich sehe es. Ich glaube, er hört dich nicht. Wir haben hier eine Tube, Leute. Oh meine Güte. Tja, 95% Müll und dann, ja, irgendwann kommt was Gutes. Wir werden es sehen. Weiter geht's. Ich nehme euch jetzt gleich mit, wenn ich wirklich was Gutes gefunden habe oder zeig mal, was andere gefunden haben. Ja. So, gucken wir mal hier. Na Thomas, was hast du? Oh, nicht viel. Komm, zeig. Ein Mensch. Oh, jawohl. Rexbank-Skilling. Ja. Ein Rexbank-Skilling. Ja, der ist schön. Super. Glückwunsch. Nur ein paar Knöpfe. Ja. Knopf. Knopf. Mundharmonika. Ja. Noch mehr? Zwei Knöpfe hier. Ja, wesentlich mehr als ich. Aber da ist ein Stern. Ja. Deinen Namen trägt. Sternmarke. Oh, was haben wir hier? Elefant Blue. Oh, was ist das? Ein Scheidemünze. Ah ja. Hier? Ja. Super. Erstes Signal. Das Ach, echt? Ja. Hier vorne? Ja. Ah, Glückwunsch. Sehr gut. Ah, die ist schön. Schleswig-Holstein-Scheidemünze, glaube ich. Ja, ja, gut. Super. Klasse, Glückwunsch. Ja, und wir gucken wieder in die Röhre. Naja, was soll's. Genau. Na, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Päuslein. So, der nächste Fund haben wir einmal hier. Irgendwie etwas Neuzeitliches, wie ich denke. Weil es einfach zu rund ist. Zu exakt und präzise bearbeitet. Okay, weiter geht's. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber hier hinten geht es so richtig schön hoch. Voll schön. Da gehen wir jetzt gleich mal lang. Die anderen sind weiterhin in dem Bereich. Mal gucken, was das für einen Hintergrund hat. Aber tatsächlich ist heute hier bisher nicht so viel an Fundstücken. Mal gucken, ob sich das nochmal verbessert. Ich würde eher an dieses alte Gebäude gehen, an diesen alten Hof, der sich dort hinten befindet. Also in diesem Bereich. Wir gucken einfach mal weiter. Ja, drücken wir weiterhin die Daumen. Oh ja, da haben wir es. Schrotpatronen, Überbleibsel. Schade drum. Kann auch immer was Gutes sein. Ich bin heute extra für euch auf Instagram, habt ihr es ja vielleicht verfolgen können. Schaut gerne bei zum YouTube vorbei auf Instagram, weil ihr immer beim aktuellen Geschehen dabei seid. Dieses Video entsteht gerade im Ende Juli 2023. Jetzt geht's weiter. So, meine Lieben. Jetzt kommt ein schöner Fund, und zwar ein sogenannter Grabhinfuß aus Bronze, komplett, sehr schwer. Das hat sich gelohnt, freue ich mich sehr drüber.
Mittelalter circa. Ich werde dazu nochmal eine genauere Darstellung dann nochmal hier gleich bringen. Super, super schöner Fund. Richtig klasse. Und jetzt kommt auch der Regen so langsam. So, jetzt habe ich was, Fan. Ja, meine Lieben, hier habt ihr jetzt einen richtig schönen Fund. Und zwar könnt ihr hier einen sogenannten Kessel sehen. Und unten die Beine, das ist der sogenannte Grabenfuß. Das Besondere an diesem Fund ist, dass er aus Kupfer ist. Und wenn solche Kessel aus Kupfer sind, bedeutet das, dass damals die Bewohner bzw. diese Mühle betrieben haben, sehr wohlhabend waren, also gut situiert waren. Deshalb bleibt auf jeden Fall jetzt am Ball. Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Liked auf jeden Fall das Video, um mich kostenlos zu supporten. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und schreibt auch mal eure Meinung in die Kommentare. Wenn du meinen Kanal noch weiterhin unterstützen möchtest, kannst du Kanalmitgliedschaft abschließen. Das bedeutet, dass du mich dann mit 99 Cent im Monat unterstützt. Das hilft mir in der Masse dann auch wirklich enorm und würde sagen, jetzt geht's weiter und ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Okay, bis zum nächsten, Leute. Irgendwie Landwirtschaft oder so. Ja, weiter. Da. Ich finde es schon immer, hat immer so einen kleinen Spannungseffekt, aber ich glaube, ich sehe es schon, das wird ein Projektil sein. Oder? Was wird das sein? Guck mal hier, wir brechen das mal langsam auf. Da könnt ihr schon so langsam sehen, das macht Spaß, ne? Wenn das noch richtig schön drin ist. Ui, was ist das? Können wir mal gucken, was das denn ist. Wir nehmen es mal mit. Manchmal stellt sich dann im Nachhinein doch was richtig Schönes heraus. Wir sehen uns beim nächsten Signal, Freunde. Hast du irgendeine Münze oder so? Gar nichts. Ui, was ist das? Weiß ich nicht. Sieht aber interessant aus. Ja, ne? Ja, das sieht interessant aus. Ich weiß aber nicht, was es ist. Weiß ich auch nicht. So, Freunde, neben dem Mittelalter-Grabhinfuß jetzt nochmal ein richtig schönes Signal mit einem, ja, offensichtlich Fragmentteil des Kessels, der dazugehört. Direkt, ja, daneben. Das nenne ich mal richtig, richtig geil. Super schön. Bin mir sicher, dass es dazugehört. Mal gucken, was die Archäologen dazu sagen. Ist eingemessen. Klasse Sache. Also dann haben wir hier nicht nur den Kessel, sondern auch den Kesselfuß gefunden. Super, super toll. Klasse. Das hat sich doch gelohnt. Jetzt kommt auch der Regen, aber was soll's. Ja, und so kann man sich das jetzt ungefähr vorstellen, dass man hier einmal so eine Art... Hier habe ich das Fragmentstück. Hab jetzt mal so einen Kreis gezogen, na, dass man den Radius so einmal hat und dann kann man halt sehen, wie groß das ungefähr dann war. Ne? Also da ist so die Hand drin. Da wurde gut gekocht. Kann man so sagen. So, ich versuche euch das auf jeden Fall nochmal dann darzustellen, nochmal visuell. Aber das sind sehr schöne Funde. Super Sache. Ja, meine Lieben, hier noch einmal die Funde, die wir heute alle gemeinsam machen konnten. Einmal hier meinen Grabenfuß und auch von dem Kessel. Ich habe das nur mit Wasser einmal leicht gereinigt und dann mit dem Wachs hier von Markus Brüche einmal konserviert. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, und falls ihr Interesse an dem Reinigungsset habt, also sprich von Markus Brüche, da gibt es da einmal das Reinigungswachs, einmal die Silberpatina, aber auch der Silberreiniger. Und ihr könnt auch mit dem Silberreiniger eure normalen Funde reinigen. Die kann man auch verdünnen. Ich mache dazu auch nochmal Videos. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Es gibt auch ein sogenanntes Eisenwachs. Das findet ihr hier. Und ihr könnt auch diese einzelnen Sachen dann auch einzeln bestellen. Umso mehr ihr natürlich bestellt, umso mehr spart ihr dann im Set. Aber so ein Eisenwachs ist zum Beispiel dafür da, wenn ihr große Eisenobjekte habt und ihr das konservieren möchtet. Ihr findet das einmal hier an der Seite beim detektoren-shop.de und zwar einmal unter Reinigung. Und die Cappies hier für Sondengänger findet ihr hier unter Bekleidung. Die gibt es einmal in Schwarz, aber auch in Weiß. Und dann zeige ich euch hier noch einmal die ganzen Funde von den anderen. Ihr könnt sehen, unter anderem auch Musketenkugeln, Spitzgeschosse, Silbermünzen, viele Arsen-Bronzeknöpfe. Dann haben wir auch nochmal eine Schleswig-Holstein-Scheidemünze, ein Rexbank-Skilling, dann noch einmal eine Petschaft. Also richtig schöne Funde so im Gesamten bei so einer großen Fläche. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Video bei einer neuen Spurensuche mit dem Metalldetektor. Ja, wesentlich besser als wir, ne? Oh Gott! Die Wespe wieder!